Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, wir haben im letzten Part ja mittendrin aufgehört. Ich bin froh, euch unversehrt zu sehen. Und euch, Alistair. Oder soll ich euch Majestät nennen? Nein. Lieber nicht. Noch nicht. Die Schar der dunklen Brut, die Radcliffe angegriffen hat, war recht klein, fürchte ich. Wir nahmen an, die Horde würde in diese Richtung marschieren. Aber dem ist nicht so. Laut Riordan zieht das Gros der Horde nach Denerim. Sie sind vielleicht noch 2 Tage von der Hauptstadt entfernt. Was? Seid ihr sicher? Ich meine, wenn das stimmt. Ich habe es mit eigenen Ohren gehört. Ich bin ziemlich sicher. Okay, dann hätten wir direkt in Denerim bleiben sollen. Dann müssen wir sofort aufbrechen. Ich fürchte, ich habe noch eine weit beunruhigendere Nachricht. Der Erzdämon hat sich gezeigt. Der Drache treibt die Horde an. Erbauer, steh uns bei. Badam. Wir können unmöglich in 2 Tagen in Denerim sein. Es ist zu weit weg. Wir müssen zur Hauptstadt marschieren. Auf der Stelle. Denerim muss gehalten werden. Koste es, was es wolle. Richtig, wir haben eine Armee. Benutzen wir sie. Die Horde muss untergehen. Aber unser wahres Ziel ist der Erzdämon. Und nur die grauen Wächter können den Erzdämon bezwingen. Deshalb müssen wir gehen. Dann marschieren wir und hoffen, dass die Armee, die wir hier versammelt haben, stark genug ist. Al-Imen, wann können die Truppen aufbrechen? Bei Tagesanbruch. Gut, dann macht euch bereit. Ich werde diese Menschen nicht ihrem Schicksal überlassen. Okay. Als dann, auf in den Krieg. Ich lasse sofort zum Aufbruch blasen. Sobald wir marschbereit sind, melde ich mich. Ich bitte darum. Dann kommt mit Alistair zu mir, bevor ihr euch ausruht. Es gibt einiges zu bereden, was nur für graue Wächter bestimmt ist. Ich schicke jemanden, der euch eure Gemächer zeigt. Ihr solltet euch ausruhen, solange ihr könnt. Wie wir alle. Okay. Gut, dass wir hier sind. Das hatte ich jetzt gerade beim letzten Mal nicht die Chance. Ich speichere mal. Nur für den Notfall, falls mir das Spiel abkackt oder sonst was. Hier sind die Zwerge. Hi. So, ich würde so... Ich weiß gar nicht mal, wo ich hin soll. Haupthalle. Bibliothek. Gucken wir auf die Karte. Küche. Waffenkammer. Kirche. Oh, da ist unser Hund. Ach komm, ich red mal mit Liliana. Ich bin wegen euch hier. Ja. Wir müssen reden. Über uns? Moment, ihr wollt ach, über uns nein. reden? Ist etwas nicht... Ihr seid das Beste, was mir je passiert ist. Yay! Okay, die sagen hier auch fast nur dasselbe. Hier hinten finde ich auch niemanden. Ich glaube, ich muss hoch in den 2. Stock. Ich habe gerade echt nicht aufgepasst, wo er mit mir reden wollte. Vielleicht im 2. Stock, ansonsten habe ich echt gar keine Ahnung. Ah, da muss ich hin. Da muss ich... Oh, jetzt ich verpatz gerade mal, wo ich auf der Tastatur bin. Da steht auch schon Alistair. Mal sehen, was Riordan... Hi, Riordan. Ihr seid beide hier. Gut. Ihr seid noch nicht lange bei den Grauen Wächtern und wisst vielleicht noch nicht, wie ein Erzdämon zu Fall gebracht wird. Ich muss es wissen, falls es so ist. Ihr meint, dafür bedarf es mehr als, sagen wir, ihn zu enthaupten? Es ist also wahr. Duncan hatte es euch noch nicht gesagt. Ich hatte angenommen... Habt ihr euch jemals gefragt, warum die grauen Wächter gebraucht werden, um die dunkle Brut zu besiegen? Gute Frage. Ich dachte, notwendig wäre vielleicht etwas übertrieben. Ich fürchte, das ist es nicht. Der Erzdämon kann wie jedes andere Wesen der dunklen Brut erschlagen werden. Aber nur ein grauer Wächter kann ihm den Todesstoß versetzen. Andernfalls geht die Essenz der Bestie auf ein anderes Wesen der Brut über und wird in dessen Leib wiedergeboren. Der Drache ist also unsterblich. Yay. Wird der Erzdämon aber von einem grauen Wächter getötet, geht seine Essenz auf eben diesen Wächter über. Und was geschieht dann mit... Naja, das klingt ziemlich ungesund. Anders als die Wesen der dunklen Brut sind graue Wächter keine seelenlosen Hüllen. Die Essenz des Erzdämons wird vernichtet.
Und leider auch der Graue Wächter. Das heißt, der Graue Wächter, der den Erzdämon tötet, stirbt? Ja, mit dem Erzdämon endet auch die Verderbnis. Das ist der einzige Weg. Warum das ist das ein Geheimnis? Wieso wissen das nicht alle? Wir halten es aus demselben Grund geheim wie das Beitrittsritual. Wer würde freiwillig ein grauer Wächter werden, wenn er wüsste, was ihn erwartet? Aber es muss graue Wächter geben. Ohne uns gäbe es keine Hoffnung. Ich denke nicht daran, mein Leben zu opfern. In der Vergangenheit bestimmte stets der Älteste der grauen Wächter, wer den tödlichen Schwertstreich führen durfte. Wenn es irgendwie geht, werde ich dem Dämon den Todesstoß versetzen. Ich bin der Älteste und kann der Verderbtheit nicht mehr lange trotzen. Aber wenn ich versage, ist es an einem von euch. Wenn es soweit kommt, werde ich den Streich führen. Okay, kein Problem. Gut, das klingt nach einer famosen Idee. Der Gedanke bereitet mir zwar kein Vergnügen, aber ich bin gerüstet. Ihr könnt auf mich zählen. Wenn wir die Verderbnis nicht hier und jetzt aufhalten, wird Ferelden untergehen, bevor sich die grauen Wächter andernorts sammeln können. Vergesst das nicht. Aber Schluss damit. Morgen ist ein wichtiger Tag und die Nacht ist kurz. Kehrt jetzt besser in eure Gemächer zurück. Ich melde mich bei euch, sobald die Armee marschbereit ist. Bald hat das alles ein Ende. So oder so. So ist es, mein Freund. So ist es. Yay. Und ab in unsere Gemächer. Ob wir Liliana was davon sagen sollten? Stimmt. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich bin's nur. Ja, das beunruhigt mich. Habt ihr euch endlich dazu entschlossen, mich zu untergehen? In Wahrheit ist es eher das Gegenteil. Ich habe einen Plan. Einen Ausweg. Ein Schlupfloch. Ah ja? Ich weiß, was geschieht, wenn der Erzdämon stirbt. Ich weiß, dass ein grauer Wächter sich opfern muss und dass ihr dieses Opfer sein sollt. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass das nicht so sein muss. Und woher wisst ihr das? Ich weiß sehr viele Dinge. Wie ich dazu kam, ist unwichtig. Es geht darum, was ich euch anbieten möchte. Ich biete einen Ausweg an. Einen Ausweg für alle grauen Wächter. Es muss kein Opfer geben. Ein Ritual, begangen am Vorabend der Schlacht, im Dunkel der Nacht. Aha, wozu die Heimlichtuerei? Ich traue der Sache nicht. Alles, was mit Magie zu tun hat, ruft Angst hervor. Vor allem bei denen, die sie nicht verstehen. Du rufst Angst in mir vor. Ich spreche von alter Magie. Von einem Ritual aus einer Zeit lange vor der Gründung des Zirkels der Magie. Manche würden es Blutmagie nennen. Aber das ist für jemanden wie euch wohl kaum von Belang. Und woher habt ihr das Ritual bekommen, Morrigan? Von Flemeth natürlich. Ich weiß schon seit einiger Zeit davon. Ihr wisst also von den Opfern, noch bevor Rihorn mir davon erzählt hat? Ja, aber hättet ihr es geglaubt, wenn ich diejenige gewesen wäre, die es euch sagt? Ich bezweifle es. Alles hat seinen Preis. Mag sein, aber dieser Preis muss nicht unbezahlbar sein, zumal wenn ihm ein großer Vorteil gegenübersteht. Ich bitte nur darum, dass ihr euch mein Angebot anhört. Sonst nichts. Na gut, also gut. Nee, gut, aber sprecht rasch. Ich verspreche nichts. Ich schlage Folgendes vor. Teilt das Lager mit mir. Hier und jetzt. Und daraus wird ein Kind entstehen. Das Kind wird die Verderbtheit in sich tragen. Und wenn der Erzdämon erschlagen ist, wird seine Essenz das Kind suchen wie ein Leuchtsignal. In diesem frühen Status kann das Kind die Essenz aufnehmen, ohne zu vergehen. Der Erzdämon bleibt vernichtet und kein grauer Wächter muss dafür sein Leben geben. Das Kind wird also zu dunkler Brut. Überhaupt nicht. Aus ihm wird etwas völlig anderes. Ein Kind, das die Seele eines alten Gottes in sich trägt. Wenn das getan ist, darf ich mich entfernen. Und ihr werdet mir nicht folgen. Niemals.
Ich kann das Kind so erziehen, wie ich es für richtig halte. Wartet, ich will mehr über das Kind erfahren. Wie ihr wünscht. Wird das Kind böse sein? Was wird aus ihm? Was ich will, ist die Essenz des alten Gottes, wie er früher war, und nicht die finsteren Mächte, die ihn vergiftet haben. Manche Dinge in dieser Welt verdienen es, erhalten zu werden. Denkt darüber, was ihr wollt. Was habt ihr mit dem Kind vor? Das möchte ich euch nicht sagen. Es wird mein Kind sein. Werde ich es je sehen? Nein, niemals. Aber sonst verlange ich nichts dafür, dass ich euch von der Bürde befreie, die die grauen Wächter euch auferlegt haben. Verstehe. Reden wir nicht mehr über das Kind. Habt ihr euch entschieden? Ihr glaubt doch nicht, dass ich das tatsächlich tun werde. Warum? Wegen Liliana? Glaubt ihr, sie würde euch oder einen anderen grauen Wächter in den Tod schicken, wenn es sich vermeiden ließe? Sie würde aber auch das hier nicht gutheißen. Bedenkt die Möglichkeit, dass Riordan den letzten Schlag nicht ausführen kann, so wie er es vorhat. Was dann? Lauft ihr dann weg? Soll Alistair, der künftige König von Ferelden, in die Bresche springen? Und was ist, wenn auch er nicht bis zum Erzdämon vordringt? Zieht ihr wirklich den Tod einer Nacht mit mir vor? Verweigert ihr euch wirklich selbst jede Zukunft und jede Belohnung? Woher wisst ihr überhaupt, dass es funktionieren wird? Das war der Plan meiner Mutter, als sie mich mit euch ziehen ließ. Sie hat mir das Ritual gegeben und mir gesagt, was ich tun soll. Das überrascht euch doch nicht, oder? Habt ihr euch nie gefragt, warum Flemeth euch das Leben gerettet hat? Das war der Grund. Entscheidend ist, dass ich euch das jetzt anbiete. Es wird funktionieren und euch das Leben retten. Nein, ich werde nicht zustimmen. Verstehe. Es gibt natürlich noch eine Möglichkeit. Ach ja? Ich spreche natürlich von Alistair. Er ist ein grauer Wächter, genau wie ihr, und wäre auch für das Ritual geeignet. Das Problem ist natürlich, ihn dazu zu bewegen. Auf mich würde er nicht hören, aber auf euch? Das könnte funktionieren. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Also gut, ich rede mit Alistair. Eine weise Entscheidung. Ich werde hier warten, bis ihr mit Alistair gesprochen habt. Hoffentlich könnt ihr ihn überzeugen. Glaub ich ja eher nicht, aber da ich Alistair echt nicht mag und ich hier irgendwie total assi zu Alistair bin. Ach ja. Ach, ich bin schon gemein zu Alistair. Ich bin richtig gemein zu Alistair. Ist bloß ein Spielball. Alistair? Ihr könnt also auch nicht schlafen. Ich habe vorhin Morrigan vor eurem Zimmer gesehen und ihr Blick war eiskalt. Selbst für ihre Verhältnisse. Ist irgendwas? Alistair, wir müssen reden. Oh. Was immer Morrigan zu sagen hatte, es muss wichtig sein. Das habe ich jetzt davon, König zu sein. Alle bringen einem ständig schlechte Nachrichten. Also, worum geht's? Wild gewordene Ratten? Kein Käse mehr? Ich kann es ertragen. Ihr müsst etwas tun, was euch nicht gefallen wird. Nein, ich glaube, es kommt so besser an. Was wäre, wenn es einen Weg gäbe, euren Tod morgen zu verhindern? Ihr sprecht vom Erzdämon, richtig? Wie ich schon sagte, ich führe den Schlag aus, wenn Riordan nicht mehr kann. Also keine Sorge. Was, das, was ihr wolltet? Worum geht es hier? Ihr müsst... Okay. Eure wildesten Träume werden wahr! Sex mit Morrigan! Ja? Das ist wirklich witzig. Nimmt ein wenig die Anspannung. Und worum geht es wirklich? Ich meine es völlig ernst. Es ist Teil eines Rituals. Herzig. Jetzt zahlt ihr es mir heim, stimmt's? Alle meine Witze. Ja. Aber es ist kein Scherz. Ihr meint das wirklich ernst. Wow. Vom Erzdämon getötet werden oder mit Morrigan schlafen. Wer denkt sich solche Entscheidungen aus? Ich würde eher mit der Frau schlafen. Ihr verlangt das aber nicht im Ernst von mir, oder? Was soll das denn für ein Ritual sein? Es ist irgendeine uralte Magie, vermutlich von Flemeth. Na, das ist doch beruhigend. Moment, ist es gar nicht. Also, selbst wenn ich dazu bereit wäre, und ich sage nicht, dass dem so ist, sollen wir wirklich Morrigan vertrauen? Ich weiß nicht. Ihr müsst mir vertrauen. Euch vertrauen? Ich... Das ist zu viel. Ich kann nicht einfach... Mit Morrigan zu schlafen kann doch nicht so schlimm sein.
Wisst ihr was? Ihr habt recht. Wenn es das gewünschte Ergebnis bringt, bin ich einverstanden. Ich werde es tun. Wo ist sie? Gehen wir und bringen wir es hinter uns, bevor ich es mir anders überlege. Hahaha. Er ist ein Spielball in meinen Händen. Euer Gespräch ist also beendet? Na toll. Es ist also doch kein Traum. Also, wie sieht es aus? Wurde eine Entscheidung gefällt? Alistair hat eure Anfrage zugestimmt. Wisst ihr, ein Abendessen wäre hübsch gewesen. Dazu etwas Wein. Oder ihr schlagt mich vorher bewusstlos. Sehr verlockend. Dennoch bin ich froh, dass es getan wird. Ziehen wir uns ein wenig zurück, Alistair. Und glaubt mir, es wird für euch lange nicht so schlimm, wie ihr denkt. Okay. Dann habt mal Spaß, ihr beiden. Juhu, jetzt dürfen wir diese Szene zwischen Alistair und Morrigan sehen. Okay, das ist mir immer noch lieber als diese verstörende Szene zwischen meinem Zwerg und Morrigan. Dieselbe Szene war. Das war echt verstörend. Ja. Yeah. Gut, ich kann Morrigan auch irgendwie nicht ganz so sehr leiden. Ich mag Liliana echt lieber. Naja, haben wir es jetzt hier hinter uns gebracht. Und jetzt geht's auf zur letzten Schlacht. Die dunkle Brut muss vertrieben werden. Nichts anderes bleibt uns, als dass wir hier die dunkle Brut vertreiben. Wir haben alle verfügbaren Kräfte gesammelt. Yay, wir haben alle verdunkelten versammelt. Irgendwie so. Das ist ja schön, wie die hier alles stehen. Ist auch sehr, sehr schön animiert. Naja, gut. Man merkt im Spiel echt schon an, dass es fast 6 Jahre alt ist. Wird vor uns in der Hauptstadt sein. Wir müssen Denerim also möglichst schnell erreichen. Da sind all die Elfen. Die sind doch ganz schnell das da. Das Leben unzähliger Seelen steht auf dem Spiel. Wir dürfen sie nicht aufgeben. Und die Zwerge, ja gut, die brauchen länger. Die haben so kurze Beine. Ihr habt eine Armee um euch geschart als Ersatz für die Gefallenen in Ostagar, grauer Wächter. Können die sich einfach teleportieren? Beten wir, dass sie stark genug ist. Aha, jetzt fällt mir auch gerade wieder ein. Genau, ich habe ja gar nicht die Werwölfe rekrutiert. Ich habe die Werwölfe ja wieder in Elfen verwandelt. Da war was. Hältst du jetzt eine Ansprache? Wir stehen Auge in Auge mit der Horde der dunklen Brut. Seht sie an mit festem Blick, aber fürchtet sie nicht. Der Mann, der hier neben mir steht, ist ein Elf. Ein Elf im Rang eines grauen Wächters. Und ich sage euch, noch nie gab es einen ruhmreicheren Wächter. Er hat alle Widrigkeiten überlebt. Und ohne ihn wäre heute keiner von uns hier. Heute werden wir Denerim retten. Heute werden wir den Tod meines Bruders, eures Königs sühnen. Für Kaelin. Aber vor allem werden wir den grauen Wächtern heute zeigen, dass wir uns ihres Opfers voller Hochachtung erinnern. Für Ferelden! Für die grauen Wächter! Yay, und die haben alle verzauberte Waffen. Alle so Eiswaffen. Das haben wir ja schon gesehen. Da oben sehen wir auch schon den Erzdämon. Tja, wären wir vorher da gewesen. Nein, man hat uns ja nach Redcliffe geschickt. Die dunkle Brut freut sich ja schon. Die scheint sich echt schon sehr zu freuen. Und da fällt das Fußvolk. Und auch unser Volk. Es ist ja wirklich so bei Massenschlachten, wo das Fußvolk stirbt einmal sehr schnell. Das ist immer nichts Glorreiches daran. So sehr man es ja auch immer versucht zu glorifizieren, aber in so einer Schlacht ist wirklich nichts Glorreiches.
an, aber wir haben diesen Part echt viele lange Zwischensequenzen. Okay. Okay, dann beenden wir den Part mal. Also, wie immer, abonniert unseren Kanal. Oh, ich kann nicht speichern. Das ist ja schön. Ich wollte jetzt eigentlich eine Pause machen. Na gut. Dann muss ich weitermachen. Also, wie immer, abonniert unseren Kanal. Drückt auf Gefällt mir. Schaut das nächste Mal wieder ein. Bis dann.